Leute, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht schon hinter mir, heute steht wieder eine Weltpremiere an. Hier drunter verbirgt sich der brandneue Smart Hashtag 3 in meiner Lieblingsversion, nämlich in der Brabus-Version. Und diesen Wagen, den werden wir uns jetzt mal ganz genau im Detail angucken. Es gibt ganz viele Features zu entdecken. Und hier in diesem wunderschönen Studio, da steht der Wagen ja, glaube ich, auf den ersten Blick schon mal ziemlich gut da. So, und ob ihr es glaubt oder nicht, Orange ist tatsächlich meine Lieblingsfarbe und ich habe den Wagen jetzt auch vor 5 Minuten zum allerersten Mal gesehen und ja, ich habe mich einfach total wohlgefühlt mit diesem Auto, weil der Wagen wirklich auf den ersten Blick schon richtig krass aussieht. Hier jetzt, wie gesagt, in der Brabus-Version. Insgesamt gibt es direkt 4 Versionen, genauso wie bei dem Hashtag One gibt es jetzt auch beim Hashtag 3 4 Versionen des Fahrzeugs. Es gibt einmal den Smart Hashtag 3 Pro Plus. Dann gibt es den Hashtag 3 Premium, dann gibt es eine 25 Jahre Edition, die ist limitiert und es gibt diese Version hier, die Brabus Version. Und die werden wir uns jetzt wirklich mal im Detail anschauen. Da sind natürlich sehr, sehr viele coole Feature und wir können eigentlich direkt vorne starten. Hier unten steht Brabus dran, wir sehen, die Front hat hier unten nochmal so einen Frontsplitter, der den Wagen ein bisschen weiter, ein bisschen breiter wirken lässt. Generell haben wir hier deutlich engere bzw. dünnere Scheinwerfer als beim Hashtag One. Dadurch wirkt der Wagen einfach bulliger. Was ihr auch sehen könnt, kommt mal rum, von der Seite haben wir hier wirklich diese Shark Nose. Und so eine Shark Nose, die lässt den Wagen einfach immer noch mal sportlicher dastehen. Und wenn wir dann weiter rumgehen, sehen wir auch schon direkt die nächsten Details. Hier unten noch mal so ein Seitenschweller, auch wieder mit dem Brabus-Emblem. Das kommt dann wirklich in der Brabus Edition. Sieht extrem cool aus. Und was natürlich beim Fahrzeug komplett neu ist, es ist ein SUV, ein Kompakt-SUV. Und wir haben hier wirklich diese Coupé-Form. Also der Wagen wird hier hinten abgeflacht. Sehr, sehr sportlich sieht das aus. Ich mag ja Coupés total, deswegen mag ich auch dieses Auto sehr, vor allem auf den ersten Blick. Und hier haben wir dann nochmal einen relativ großen und auffälligen Spoiler. So, was bei dem Auto natürlich sehr besonders ist, er steht einfach für Sportlichkeit. Also der Wagen ist noch deutlich sportlicher als der Hashtag One. Das werden wir gleich auch nochmal rausfinden. Und einfach für Exklusivität. Die Linien, das sieht man, wenn man hier mal so entlang schaut, die sind wirklich sehr, sehr schön und gut durchdacht. Auch hier oben. Dieser Übergang hier hinten zum Kofferraum, der ist einfach sehr, sehr schlüssig. Und wir haben hier tatsächlich auch eine neue Lichtsignatur. Falls ihr es sehen könnt, sind hier überall so kleine Dreiecke. Und diese Dreiecke zeigen nach vorne. Und wenn ich jetzt hier hinter stehe, kommt mal rum und schaut mal nach vorne, dann ergibt das Ganze so eine schlüssige Linie, ein schlüssiges Konzept. Und das finde ich sehr, sehr cool. Hier unten steht dann nochmal Hashtag 3. Hier wieder ein Brabus-Emblem und das hier unten ist dann auch bei dem Brabus exklusiv nochmal schön in schwarz gehalten. Den kann man natürlich auch in verschiedenen Farbkombinationen haben. Ein Feature, das haben wir uns gerade zeigen lassen. Ich sollte raten, wie der Kofferraum aufgeht. Ich habe es nicht erraten. Erst habe ich das hier versucht, dann habe ich hier oben überall geguckt, dann habe ich hier versucht zu drücken, hier drunter. Hat alles nicht funktioniert. Es gibt einen Trick, den Kofferraum macht man genau hier auf. In dem A von Smart ist ein kleines Feld, das kann ich eindrücken und der Kofferraum öffnet sich und schließen kann ich den Kofferraum dann natürlich wieder ganz normal über diesen Knopf hier. Aber das ist einfach wieder so ein Feature, wo ich sage, cool gemacht, da hat sich jemand was bei gedacht. Was jetzt wieder bei der Brabus-Variante ganz exklusiv ist, kommt mal mit, das sind hier die Felgen, 20 Zoll Felgen, anders als beim Hashtag One, da hatten wir nur 19 Zoll Felgen. Hier ist dann exklusiv auch nochmal ein Brabus-Schriftzug und die sehen natürlich bei dem Auto jetzt einfach sehr, sehr schlüssig aus. Außerdem ist der Wagen tatsächlich ein bisschen länger, 13 cm. Der Radstand beträgt 4,4 Meter und wir haben eine Breite von 1,80 Meter und dadurch hat man natürlich im Fahrzeug relativ viel Platz. Ich kann euch hinten schon mal einen ganz kleinen Teaser geben. Ich werde mich jetzt hier einmal kurz reinsetzen und dann werdet ihr sehen, ich mit meinen 1,80 Meter kann hier ganz problemlos sitzen und habe nach oben hin sehr, sehr viel Platz. Wenn ich das jetzt mit einem Auto vergleichen würde, dann habe ich definitiv so viel Platz wie im Tesla Model 3 oder sogar noch ein bisschen mehr. Der Sitz ist jetzt tatsächlich sogar relativ weit hinten, aber jetzt habe ich direkt das nächste Feature entdeckt, was sehr, sehr cool ist. Wir haben hier das B von Brabus hier oben im Sitz drin und dann gibt es hier ja, so einen kleinen Spalt. Da könnte ich jetzt theoretisch den Fahrer ein bisschen im Nacken kitzeln. Nee, aber generell einfach extrem schlüssig. Diese ganzen Designelemente, die ganze Haptik des Fahrzeugs,
finde ich einfach extrem cool. Auch hier nochmal bei den Brabus dann diese roten Nähte, Beats-Lautsprecher natürlich verbaut. Das sind alles so Features, wo ich sage, ja, das möchte ich in meinem Auto haben. Das ist richtig cool, das ist richtig schön. Und jetzt gehen wir nochmal auf ein paar Details außen ein, bevor wir uns das Fahrzeug dann ganz genau von innen anschauen. Wir haben beim Auto außerdem eine sehr aerodynamische Karosserie. Wir haben einen Luftwiderstand bzw. einen CW-Wert von 0,27. Das ist extrem wenig. Dadurch verbraucht der Wagen natürlich einerseits relativ wenig, also er ist ziemlich effizient. Andererseits hat man natürlich auch ein sehr agiles und sportliches Fahrgefühl. Und das ist bei so einem Auto natürlich sehr interessant. Und da kommen wir jetzt bei der Brabus-Version auf die technischen Daten zu sprechen. Der Smart Hashtag 3 Brabus ist tatsächlich die einzige Variante, die als Allradantrieb kommt. Er hat umgerechnet 428 PS und 543 Newtonmeter Drehmoment. Das ist für so ein kleines Auto schon relativ viel, das kann ich aus Erfahrung sagen. E-Autos sind ja sowieso vor allem am Anfang in der Beschleunigung, weil der Drehmoment sofort da ist, immer ein bisschen schneller. Und das wird man bei diesem Wagen auch definitiv merken. Ich bin den Hashtag One ja in Lissabon schon gefahren. Da gibt es auch ein YouTube-Video von mir zu. Könnt ihr euch sonst, wenn ihr Lust habt, mal auf dem Kanal von mir anschauen. Und der hatte eine Beschleunigung, also der Hashtag One, das Vorgängermodell, von 0 auf 100 km/h in 3,9 Sekunden. Und dieser hier ist tatsächlich ein bisschen schneller. Der beschleunigt in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Und das ist für so ein Auto schon richtig, richtig schnell. Wie gesagt, ich bin es schon im Hashtag One gefahren. Das war schon schnell. Der ist jetzt noch ein bisschen schneller. Wenn man das mit einem anderen Wagen vergleicht und bei 3,7 Sekunden sind wir definitiv schon bei Sportwagenniveau, dann beschleunigt er genauso schnell von 0 auf 100 km/h wie der aktuelle Porsche 911 Carrera S. Ja, ich glaube, viel mehr muss ich da nicht zu sagen. Also es geht richtig, richtig schnell los, wenn man dann mal an der roten Ampel ganz vorne steht. So, die Reichweite habe ich noch nicht gesagt. Ich habe ja schon mal angeteasert, dass der Wagen auf der Basis des Hashtag One gebaut wurde, also auf der Basis seines Vorgängers. Und jetzt hat er aber tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Reichweite bekommen, weil der CW-Wert einfach auch ein bisschen besser ist. Wir haben hier jetzt insgesamt eine Reichweite von 415 Kilometer bei der Brabus-Version. Das ist relativ viel, vor allem für so ein sportliches Auto, finde ich. Vor allem für einen Kleinwagen, mit dem man wahrscheinlich auch viel in der Stadt unterwegs ist. Hier kann ich den Wagen dann aufladen. Und wie ich ihn aufladen kann, das ist ja auch immer noch eine gute Frage. Bis zu 150 kW kann er aufladen. Und da braucht man ungefähr von 10 auf 80%, 30 Minuten. Also 30 Minuten am Schnelllader. Dann ist man auf jeden Fall wieder fahrbereit für über 350 Kilometer. Und das finde ich, sollte heutzutage definitiv so sein. Das sollte Standard sein. Ich weiß, dass es nicht alle Autos haben. Dieser Hashtag 3 hat es auf jeden Fall. Damit der Brabus jetzt natürlich auch ganz exklusiven Brabus-Charakter hat, weil das Video heißt ja auch so, es ist wieder, da sieht man auch nochmal das B, falls man das sehen kann. Es ist ja quasi der günstigste Brabus, den es gibt, wenn man so will. Dadurch, dass der Wagen wirklich nicht so teuer ist und es sich hier um einen Smart handelt, ist es quasi der Brabus, der einer breiten Masse zugänglich gemacht wird. Also relativ viele Leute können sich so ein Auto jetzt leisten bzw. kaufen im Vergleich zu so einem normalen Brabus, zu so einer S-Klasse. Und das finde ich sehr, sehr cool. Aber natürlich hat er auch dementsprechend dann Brabus-Features. Und eins davon ist der Brabus-Fahrmodus. Und beim Brabus-Fahrmodus, da ist der Wagen nicht einfach nur ein bisschen agiler und sportlicher, sondern man hat auch noch einen sogenannten Sport Electric Sound. Und wie der sich anhört, kann ich euch jetzt nicht genau sagen, weil wir den Wagen noch nicht fahren dürfen. Aber man hat also quasi einen ja, künstlich erzeugten Motorsound extra für die Brabus-Variante. Lasst euch definitiv jetzt nicht von dem Infotainment-System ablenken. Das ist tatsächlich noch genauso wie im Hashtag One, weil es sich hier um Pre-Production-Car handelt. Aber was generell interessant ist zu wissen, dieser Wagen kommt eben serienmäßig mit extrem vielen Features, mit extrem vielen Fahrassistenten. Wir haben sowas wie die 360-Grad-Kamera wieder dabei. Wir haben diesmal auch einen Autobahnassistent und einen automatischen Einparkassistent. Und das sind alles so Feature, die ich wirklich cool finde, was wir jetzt hier auch noch nicht sehen können. Aber das wird es auch definitiv bei diesem Auto geben, beziehungsweise bei der Brabus-Variante. Das ist die Sitzlüftung. Also vorher hatte er immer nur Sitzheizung und viele haben sich gefragt, warum hat er keine Sitzlüftung? Jetzt bekommt er auch Sitzlüftung. Was auch neu ist, hier dieses riesen Panorama-Glasdach. Das ist nochmal deutlich größer als im Hashtag One und deutlich dunkler. Warum ist das dunkler? Weil es keine Sonnenblende mehr gibt. Also es ist die ganze Zeit quasi geöffnet. Dadurch dann eben abgedunkelt, damit es im Auto nicht so schnell super heiß wird. So, als Avatar seht ihr hier noch den Fuchs, der ist aus dem Hashtag One. Ob es wieder der Fuchs wird, das wissen wir noch nicht.
Wir glauben, es wird einen neuen Avatar geben. Ich bin wirklich gespannt. Und falls sich der ein oder andere fragt, weil ich weiß, diese Frage wird häufiger aufkommen, warum gibt es ein Hashtag One, kein Hashtag 2, aber dann ein Hashtag 3? Da fehlt doch irgendwo was. Wenn man mal die Vergangenheit von Smart so ein bisschen anschaut, dann wissen wir, es gab immer den Smart 42, wo nur zwei Personen reingepasst haben. Wir wissen nicht, warum jetzt die Modellvariante ausgelassen wurde, aber man könnte mutmaßen, dass es da vielleicht irgendwann nochmal was geben würde. Ich musste seit meinem letzten Video mir relativ häufig anhören, ja, Smart ist ja jetzt nicht mehr das, was es mal war. Klar, es ist eine völlig andere Marke. Smart ist ein bisschen mehr in diesen Luxusbereich reingegangen. Ich finde es sehr, sehr cool, weil sie einfach ein viel umfangreicheres Auto anbieten. Aber vielleicht nehmen sie ja noch mal ein bisschen was von ihrer Vergangenheit auf und packen das in die Zukunft. Wir sind gespannt, was da kommen wird. Aber jetzt freue ich mich erstmal, diesen Wagen dann irgendwann auf deutschen Straßen zu sehen und diesen Wagen dann irgendwann auch mal selber fahren zu dürfen. Auch noch ein cooles Feature. Wir haben hier natürlich den brandneuen Sitz, der auch sehr, sehr cool aussieht. Hier oben dann tatsächlich in der Kopfstütze das Brabus-Zeichen, wie wir das auch von anderen Brabus-Fahrzeugen kennen. Hier haben wir noch Knöpfe mit einem Smart-Logo. Also es wird wirklich auf jedes Detail geachtet bei diesem Auto, was ich sehr, sehr cool finde. Und ja, wenn wir über den Preis sprechen, würde ich sagen, gehen wir noch mal ganz kurz nach draußen. Der Preis dieses Fahrzeugs, der ist natürlich relativ interessant. Das Einsteigermodell habe ich ganz am Anfang schon mal kurz genannt. Das ist der Smart Hashtag 3 Pro Plus. Und dieser Wagen kostet 43.500 Euro. Wir haben jetzt hier den Smart Hashtag 3 in der Brabus-Version stehen und der kostet, so wie er hier steht, 50.990 Euro. Das bedeutet, bei 51.000 Euro seid ihr dabei, habt ein ziemlich sportliches Auto, was nicht nur sportlich fährt und sehr, sehr agil unterwegs ist, sondern was auch noch sehr, sehr sportlich aussieht, vor allem durch dieses wunderschön abgeflackte Heck, wie ich zumindest finde. Wir haben alle möglichen Fahrassistenten aus der Oberklasse, alle möglichen Features aus der Oberklasse und bekommen hier, ja, ich würde sagen, auf jeden Fall eine volle Hütte. Das ist schon krass. Preislich also ein sehr, sehr attraktives Auto, auch mit einer extrem soliden und guten Reichweite. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich weiß, zumindest habe ich selber gesehen, die offiziellen Zahlen kenne ich leider nicht, aber ich weiß, dass der Hashtag One sich ganz gut verkauft hat, vor allem in dieser Variante hier in Deutschland, in der Brabus-Variante. Ich glaube, weil viele Leute einfach sagen, der Mehrpreis, der ist gar nicht so krass. Wir sind jetzt hier bei 7.400 Euro, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Die der Hashtag 3 Brabus mehr kostet. Und wir haben eben noch mal deutlich mehr Performance. Wir haben coolere Features. Wir haben ein schöneres Auto mit sehr, sehr vielen wunderbaren Emblemen. Und ich persönlich, wenn mich jetzt jemand nach meiner Meinung fragen würde, würde dieses Auto genauso sofort nehmen. Ich habe gerade schon, als ich den Wagen zum ersten Mal gesehen habe, daran gedacht, yo, das wäre doch ein neuer Firmenwagen für mich. Platztechnisch interessant, Elektroautos fahre ich sowieso am liebsten und reichweitentechnisch ist er auch noch interessant und dann kann er auch noch schnell aufladen und ich habe alle Features, die ich irgendwie irgendwo brauche. Die Farbe Orange ist generell meine Lieblingsfarbe, auch wenn das ein bisschen merkwürdig klingt. Aber ich würde den Wagen sofort nehmen. Wann ist dieser Wagen hier erstens bestellbar und wann wird er dann auslieferbar sein? Bestellen kann man den ungefähr Ende 2023, also Ende diesen Jahres. Wir befinden uns hier gerade Mitte August. Der Wagen wird auf der IAA dann wirklich final vorgestellt. Und ja, die ersten Autos sehen wir wahrscheinlich 2024 auf den deutschen Straßen, Anfang 2024. Zum Fahrevent werde ich euch natürlich auch noch mitnehmen. Da können wir uns dann nochmal angucken, wie das Fahrverhalten des Fahrzeugs ist, wie sich das geändert hat zum Vergleich des Hashtag Ones. Und jetzt würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut euch das wunderschöne Auto nochmal an. Ich bin fertig soweit und verabschiede mich. Bis dann.